Hallo meine Wundervollen, in diesem Video geht es um meine Dreads. Es ist ein Dread-Update. Meine Dreads werden in Kürze 300 Tage alt. Und ich bin wirklich sehr zufrieden, wie sie jetzt so liegen und gewachsen sind und wie sie aussehen und wie sie sich entwickeln. Meine Haare waren ja relativ kurz, als ich die Dreads bekommen habe. Und ja, ich habe auch dünnes Haar, deswegen habe ich leider nicht so viele Dreads. Und das war auch der Grund, warum ich mir quasi sofort, nachdem ich die Dreads frisch hatte, auch gleich Extensions reingemacht habe. Und jetzt, mittlerweile sind sie halt schon so lang, dass ich aufpassen muss, dass ich sie nicht aus Versehen irgendwo reinhänge, wo sie nicht hingehören, wo dreckig werden könnten. Sie sind wirklich extrem lang. Ich zeige euch das mal. Bis zu meiner Hüfte gehen sie schon. Aber ich will meine Dreads auch nicht kürzen oder abschneiden, weil ich diese losen Enden so schön finde. Und ich habe die nur mit der einen Sorte von den Extensions hinbekommen. Meistens sieht das Ende vom Dread so aus, so das ist schon sehr offen. Aber halt so spitz. Ich habe halt mit der einen Sorte Extensions solche Enden hinbekommen, die so ganz leicht lockig noch sind. Und das finde ich halt super schön und das will ich nicht abschneiden. Deswegen habe ich halt sau langes Haar. Aber vielleicht fallen mir die Extensions auch bald einfach von alleine raus, denn ich würde super gerne meinen Ansatz färben, also bleichen. Aber ich habe noch keinen Friseur gefunden, der sich das zutraut. Und alleine will ich das nicht machen, weil die Farbe, die man im Supermarkt kaufen kann, die bleicht nicht so geil. Und ich will wirklich weißes Haar. Und ja, solange ich keinen Friseur finde, der mir zumindest dabei hilft, mache ich es nicht alleine. Dann muss es halt so aussehen. Und stattdessen versuche ich einfach mit meiner Willenskraft meine Haare einfach weiß zu machen. Ha! Das ist doch eine super Idee. Wenn ihr irgendwie einen YouTuber kennt oder selber seid und ihr habt Dreads und ihr habt euch die Haare schon gebleicht, helft mir auf die Sprünge, gebt mir einen Tipp, verlinkt mir euer Video. Ich würde es super gerne wissen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, gebe ihm einen Daumen nach oben und leite es bitte an alle deine Freunde weiter. Und gefiel es dir nicht, sag es bitte mir. Schreibe mir auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat oder eine E-Mail, um keine weiteren Videos zu verpassen. Abonniere diesen Kanal. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir Sonne im Herzen.